Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Was ist ein Schlauchmagen? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Und ich hatte Patienten natürlich relativ häufig, die sich überlegen, ob sie eine Magen-OP machen. Ihr Lieben da draußen, was haltet ihr eigentlich von Magen-OP? Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Habt ihr das gemacht? Seid ihr damit erfolgreich geworden? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrung damit ist oder welche Frage ihr natürlich auch dazu habt. So, nochmal zurück zum Thema Schlauchmagen. Also, es ist so, dass es verschiedene Methoden gibt, die man machen kann. Und eine erkläre ich euch jetzt schon mal. Als allererstes ist es der sogenannte Schlauchmagen. Und Schlauchmagen kann man sich immer daran merken, dass der sozusagen wie eine Art Schlauch ist. Der Magen ist in der Regel so groß wie die eigene Faust. Der kann natürlich sich auch, weil es ein Muskel ist, dehnen und größer sein. Aber für die Vorstellung behaltet immer im Kopf wie die Faust die Größe. Und nach oben hin haben wir die Speiseröhre. Und hier haben wir den Zwölffingerdarm. In dem Zwölffingerdarm findet dann der Teil der Verdauung statt, also die Enzyme für die Verdauung zusätzlich. Also für die Verkleinerung zum Beispiel von Zucker kommt hier das Insulin nachher zu über die Bauchspeicheldrüse und aber zum Magen zurück. Das heißt, beim Schlauchmagen ist der Trakt nach unten, nach oben, alles bleibt so wie vorher. Der große Unterschied ist, dass man das hier, diese gestrichelte Linie, ist die, ne, wenn man das rauflegt, ungefähr normale faustgroßer Magen. Und diese Kurvatur, diese Kurve hier, Kurvatur, die wird tatsächlich entfernt. In der Regel ist es so, dass die Methoden hier geklammert werden, dass eine relativ unblutige Geschichte ist. Sie wird endoskopisch gemacht. Das heißt, endoskopisch bedeutet zum Beispiel, dass ich unterhalb der Brust ungefähr 3, 4, manchmal auch 5 kleine, na, ungefähr so einen Zentimeter lange Schnitte habe, wo sozusagen die Trokare, also das, womit der Chirurg arbeitet, müsst ihr euch vorstellen wie so ein Stift, nur ein bisschen länger. Und vorne am Stift haben wir verschiedene Strukturen. Da kann einmal eine Kamera drin sein, um reingucken zu können. Da kann zum Beispiel ein Schneidegerät dran sein, was auch gleichzeitig die Klammern setzt zum Beispiel. Oder ist jetzt, na, ich bin kein Chirurg, Leute, aber einfach mal für die Vorstellung, weil ich häufig gefragt werde. Das heißt, es gibt ungefähr 5 Schnitte und ich habe verschiedene Geräte sozusagen da drin. Und dann wird das relativ unblutig sozusagen geklammert. Meistens hier auch an der Stelle sozusagen, das sieht man manchmal, ich glaube auch so verödet, sagt man dazu. Das heißt, das wird wieder geschlossen. Es ist also nachher der Schlauchmagen. Viele sagen auch Sleeve in Englisch. Und der Anteil, das ist auch häufig eine große Frage, der wird tatsächlich ja rausgeschnitten und der wird tatsächlich auch rausgenommen. Also der Hälfte, die andere Hälfte des Magens ist tatsächlich weg. Das Volumen vom Schlauchmagen hinterher muss man, ist ein bisschen nach OP-Methode, nach Art und Weise, natürlich auch nach der Struktur, wie war es vorher. Da ist es so, dass man gucken muss, dass das Volumen ungefähr so, naja, zwischen 80 und 150 Milliliter ist. Ich erlebe es aber immer wieder, dass Patienten auch Becher voll mit Suppe zum Beispiel, also auch 200 Milliliter, manchmal ganz gut funktionieren. Wichtig ist aber, nicht zu viel zu nehmen. Also die Portionsmenge nach OP sollte definiert werden mit 80, 120, 130 Gramm, damit wir die Struktur nicht dehnen. Ne? Wenn das Essen kommt und es runtergeschluckt wird, läuft es über die Speiseröhre hier sozusagen in den Magen hinein. Dann gibt es die Magensäure, die übrigens ist immer so ein Nachteil beim Schlauchmagen, sehr stark ansteigen kann. Dazu Tipp, baut sozusagen mehrere Mahlzeiten an, guckt euch nochmal das Video an zum Thema Sodbrennen. Das heißt, oder Reflux, an der Stelle ist es so, dass die Nahrung dann hier landet, Speisebrei entsteht und der Speisebrei, also der kommt ja schon von hier oben, dann zur weiteren Verwertung. Ne? Hier wird er ja weich gemacht nochmal mit der Magensäure. Die Kohlenhydratspaltung fängt schon im Mund an, also die Zuckerspaltung. Und dann geht es sozusagen hier in den Dünndarm, also in den
genau, 12 Fingerdarm und dann in den Dünndarm und zum Schluss nachher in den Dickdarm und dann geht's raus. Also, das ist sozusagen der Schlauchmagen. Habt ihr Fragestellungen zum Schlauchmagen, zur Magen-OP überhaupt? Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ihr Lieben. Ihr wisst ja, plus weg, abonnieren, je nachdem, wo ihr das seht. Ich hoffe, dass ihr das ein bisschen verstehen konntet und freue mich auf eure Fragestellung. Ganz lieben Kudos von mir und euch einen schönen Tag.